Seid gegrüßt zu Expeditions Rome. Wir müssen Kotta retten. Wir hören schon, hier ist eine Menge los. Kann man die Kamera drehen? Nee, leider sieht man dort oben nichts. Ah, dort hinten brennt schon die Stadt. Das ist dort hinten, wo wir herkommen. Ja, das da ist die Brücke tatsächlich. Und da wurden die Bogenschützen ausgeschaltet. Das ist ja cool. Dort, nee, dort, ich dachte, dorthin wären die Katapulte gewesen, aber... Ja, wir müssen jetzt hier rein. Der wird uns bestimmt helfen, wenn wir ihn befreien. Wir müssen wahrscheinlich nur dort in die Richtung dort reinkommen, in das Feld. Die auch. Dort schicken wir dann... Kessels schicken wir hier hoch. In den Bogenschützen. Dort oben jemand. Ne, auf der Mauer ist niemand. Planen wir mal. Wir gehen mit unseren drei Leuten hier. Ihr drei geht hier hin. Kesso. Wenn wir befreit Kesso oder einen von den anderen, den Kesso rennt hier hoch. Wenn wir mit den anderen am besten hier hin, hier drüben hin vorrücken. Und dann, wenn wir ihn befreit haben, ihn befreit, dorthin befreit. Ja. Geht's hier hin. Oben ist noch ein Bogenschütze, den wird Kesso dann hoffentlich auch erledigen. So, und Kesso werden wir nach vorne stellen. Du bleibst hinten. Du wirst gleich Logistik einsetzen. Würde ich sagen, starten wir. Noch besteht kein Kampf. Das ist interessant. So, Bogenschützen. Das da ist kein Bogenschütze, aber dort hinten sind Bogenschützen. Du kannst dann hier hingehen. Hier bist du erstmal sicher. Du rennst direkt hier hin. Kommt mit uns, wenn ihr leben wollt. Wird auch Zeit. Los geht's. So, ab hier werden wir entdeckt. Dann werden wir auch entdeckt. Dann gucken wir, dass wir erstmal ohne, also erstmal unentdeckt bleiben. Und dort hinten bist du auch nicht entdeckt. Gut, lauf hin. Ist mir recht. Ihr lebt? Gut, holen wir euch hier raus. Danke, geht voran. So. Zwei haben wir befreit. Den können wir dann ein bisschen gut dann nehmen und bevor irgendwas schief geht, kommen. Stell den Schild hier auf. Den werden die zwei übernehmen. Du gehst wie gesagt hoch. Kommst in die Nähe. Wenn möglich schaust du den mit dem Stab einen über, um die Rüstung zu zerfetzen. Würde ich mal sagen. Zurückfallen! Ah, der aktiviert die natürlich alle. Gut. Kämpft für euer Land oder ihr werdet als Sklaven in Rom sterben. Vorwärts, meine ja, Freunde! Ja, das geht irgendwie schon fast. Glaubt ihr, könnt mich erwischen? Denkt nochmal darüber nach! Ja, wir denken nochmal darüber nach. Ja, das war nicht sehr nett. Okay, das ist auch nicht. Das ist ihr Anführer, das ist interessant. Das ist gemein. Das bitte damit auf. Als erstes. Der Kessel darf weg von dir. Und dann verziehst du dich gleich. Du kommst trotzdem hier hoch. Setzt die damit ja auch unter Druck. Und dann haben wir dich. Du kommst jetzt erstmal zurück. Oder? Ja, du kommst zurück. Geh her. Und dann
dass der dir nicht hinterher rennt? Das ist noch wichtig. Dann müssen wir uns überlegen, was wir mit dem machen. Da habe ich auch schon die Idee. Als erstes müssen wir die Lunge abgeben. So. Und dann drückst du den Speer rein. Ja, und dann heilst du den noch. Dann heilst du den Hauptheld. Bitte folgt meinem Finger. Ja, so, und ihr dann gehst du in Deckung. Du kannst dich noch bewegen, du bleibst aber dort. Mal 3 Schaden, das ist gar nicht schlecht. Wie ist denn der da an dir vorbei? Achso, der kann wahrscheinlich blänkeln, also vorbeigehen. Ja, das ist aber egal. Und der unsichtbar. Das war ein netter Versuch von dir, das nützt dir gar nicht. So, so. Dann wollen wir mal ihren General als erstes. Wir sind zwar hier auch theoretisch unter Zeitdruck, aber nur theoretisch. Du musst ihm jetzt aber endlich mal eine blutige Nase verpassen. Ihr meint es ernst, was? Ja, ich meine das ernst. Dann kommst du jetzt hier hoch. Ich weiß immer noch nicht, was der gemacht hat. Ah, vielleicht kann ich das unter E. Er greift den nächsten Gegner an, der in Nahkampfreichweite kommt. Oh ja. Das ist so sinnvoll bei Personen, die, keinen Kampf benutzen. Der kommt demnächst hierher zu dir. Ist so gut. Aber nicht zu ändern. Mal gucken, was der macht. Der kommt wenigstens hoch und erledigt nicht mit dem Bogenschützen. Ah, was soll das denn hier? Dass sie nicht normal zuschlagen können. Das ist natürlich schlecht. Das abgehauen. Beruhige meine Hand und führe meinen Pfeil in das Herz meines Feindes. Und mit der Versuch. Gut. Also. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie das geht. Ich hab schon eine Idee. So, als erstes du. Dann du. Dann will ich da oben zuerst. Ja, der kann ruhig auf dich schießen. Macht mir nichts aus. Dann erledigst du den. Komm sie hoch. Der hat ja jetzt geschossen. Oh, da ist jemand drin. Die dort hinten ist offen. Wir haben aber nur noch 3 Runden. Das ist jetzt ein Problem. Und wir haben vor allem noch so einen Assassin. Kommt mal hier. Wir ignorieren den Assassin jetzt gekommen. Indem du hier einfach dicht machst. Und unsere Freunde hier, die laufen natürlich weiter. Dann hier Entdeckung, da dürfte nichts passieren. Ich muss höchstens gucken, ob du die heilen kannst. Hilft mir mal jemand! So. Euch geht es größtenteils gut. Zurück in den Kampf mit euch.
Ja, Prinz. Ah, da hättest du doch stehen bleiben können. Naja, wenigstens gehen wir dort hinten hin, bestimmte vom Bogen schützen. Fackel auf ihn. Eine Fackel geworfen, das ist ja mal nett. Oh, jetzt kommt er dort nicht mehr wirklich dran. Ja, dort hinten kann der Dorf gar nichts mehr. Komm mal hier. Schau mal, ob du den nicht hier irgendwo findest. Ja, wir finden ihn nicht. Dann komm mal hier rüber. Ich wüsste echt gern, wo der hin ist. So, den will ich hier sehen. Bleiben wir bleiben, bis das hin ist. Das ist schlecht. Na, komm du mal hierher. Und soll jetzt nicht mehr angreifen, aber du stehst schon mal da. Und machen wir mal was anderes. Beschleunige. Das ist der könnte problematisch sein. Aber ich mach das Kind trotzdem hin. So. Der Feind ist da. Achso, ist auch so. Dann ist es egal. So. Oh. Noch besser. Verkrüppel den. Das habt ihr nicht erwartet, was? Jetzt gehst du nochmal weg. Kann natürlich sein, dass der jetzt rauskommt. Oh. Jetzt habe ich ein ganz großes Problem. Ja. Was ist jetzt? Guck. Oh. Das ist dreimal doof. Ich habe Schmerzen an Stellen, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. So. Du erledigst den mal. Man muss jetzt irgendwie da runter. Du kannst hier mal löschen. So. Gut. Du blutest. Ja, das war ein netter Versuch. Dann mach du mal was anderes. Du rettest zuerst den da oben. Zum Bluten ist später noch Zeit. So. Das war's mit dir. Langsam und gleichmäßig, Leute. Und das war's mit dir. Wir sind die Spekulatoris der Legio Victor. Ihr ebenso, Konsul. Sollen wir uns dem Hauptangriff anschließen? Ich kann gehen, wir und kümmern uns um diesen aufgeplusterten Hahn Mithridates.
Okay. Muss jetzt aufpassen, meine Katze fällt gleich vom Computer. Nee, doch nicht. Kämpft euch den Weg zu Mithridates bei 10 verbleiben. Wirkt nach dem Motto vernichte alles. Das sind Gegner, das sind Gegner, das da ist ein Verbündeter, das sind auch Verbündete. Das ist auch noch ein Gegner. 1, 2, 3, 4. Es müssten jetzt 10 sein. 3, 4. Wo sind denn hier noch welche? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Die 3 können wir relativ stürmen. So. Hierher. Du hast sogar noch Lebenspunkte. Du nicht. Du auch nicht. Ist hierher. Ja. So. Herkommen. Verpasst immer direkt eine. Dann bist du dran. Wir haben im Moment keine feindlichen Bogenschützen. Dann machst du einen Verkrüpplungsschuss an dem. Dann machst du... Ah, geht natürlich. So, hier kannst du hingehen. Machst einen Stachelpfeil auf den. So, und du kannst den Schild ja ignorieren. Ja. Ja, komm. Und ein Stachelfall auf den. Du ziehst dich dann möglichst nochmal zurück, aber du gehst dahin. Du kommst hierher. Ja, du kommst hierher. Ich weiß nicht, wer von den beiden zuerst angreift. Wenn unserer zuerst angreift, kann der angreifen. Wenn der andere zuerst angreift, gibt es ein kleines Problem. Das wollen wir natürlich nicht. So, ihr beiden müsst zurückbleiben. Du gehst. Ach, das wäre natürlich sauer gewesen. So, du kommst tatsächlich an den dran. Will ich an den dran? Ja, komm. Wenn das Ziel Blut... Mach mal da... Achso. Ich will schon möglichst den Schild weg haben. Hä? Hat den Schild ignoriert? Ich glaube, wir stehen nicht möglich. Ah, so. Du kannst ausweichen. Du kommst dann hierher. Du bist noch nicht bewegt. Dann kannst du dich mal hier hinstellen. Dann ist hier dicht. Problem ist, ich weiß nicht, ob der nochmal drankommt. Ich will nicht, dass der meinen Bogenschützen angreift. So. Dann haben wir nur noch dich. Kommst mal auch nach vorne. Und dann... Ja, bleibst du dort vorne. Ja, du kannst auch noch nach vorne kommen. So.
Oh. Ja. Wir haben zwei Gruppen. Ja, das ist interessant. Du kommst nicht bis vorne hin, aber das können wir ändern. Logistik. Komm mal her. Stoß. Nur Angriff wäre genauso gut gewesen. Dann Mama den gezielten Schuss auf dich, auf die Mama. Verkrüppelten Schuss. Damit die sich nicht so bewegt. Ist noch einen Schritt vor. Du machst dann auf dem anderen Weg dicht. Oh, dort oben ist ein Bogenschütz, den habe ich nicht gesehen. Das war jetzt. Ja, das könnte sein, dass jetzt Dinoros fällt. Vor allem den Bogenschützen habe ich auch nicht gesehen. Das sind jetzt auf einmal viel mehr Gegner. Ja. So. 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 Und so. Erledigt, der kriegt ein bisschen Schaden. Ja, ah, gut, der greift dort hinten die an. Der könnte jetzt aber Sinneros anschießen. Dort oben hoch, ja. Ich auch nicht so genau gesehen. Und tschüss, Sinneros. Wenn ich nur 20 Jahre jünger wäre. Römische Handwerkskunst. Das Ausweichen macht sich bezahlt. Ich halte euch. Wir warten hier, bis der Feind kommt. Sagt mir, kommt was ihr hier lang. Nur macht schon. So. Oh, der läuft so schön ins Feuer, ha? Nee, er läuft zu weit. Aber es ist gar nicht so schlimm. Er läuft natürlich jetzt noch weg. Schaden. Für gar nichts. So, Kotta. Du und deine Truppen. Der unten hat keine Schilde mehr. Der dürfte dann so gut wie weg sein. Oh, die ist erledigt. Noch 6. Ignoriert den Schild, das ist auch gut. Schlag zu, Geschwister! Sie werden uns nicht kommen sehen! Aber ich muss insgesamt 6 erledigen. Das ist doch gar nicht so dann läuft es doch gar nicht so schlecht. So. Wo bist du? Ich brauche ich hier hinten. Und erstmal erledigen wir dich. Mach das erstmal. So. Du kriegst den doch bestimmt erledigt. Ausfall. Komm. Ja. Kommst jetzt hier rüber. Verpasst dem noch eine. Machst nur einen Streiftreffer. Dann komm mal hierher. Kriegst du die alle mit Logistik? Ja, du kriegst. So. Schafft's leider nicht bis hin. Das ist doof. Aber schaffst wenigstens, dich da vorzustellen. Dort kann der dich nicht wegschubsen. Dann nehmen wir mal unsere Bogenschützen.
Kannst da hingehen und dort hinten den anschieben. Der soll brennen. So. Wo ist denn der andere? Wir können hier hin. Und dafür sorgen, dass dort hinten der lootet. So, dann haben wir dich und dich. Du hast schon, kannst aber auch nicht weg. Dich hätten wir noch. Du kannst kaum was machen. Hier zwei. Dann würde ich mal sagen, beenden wir die Runde. Bald werde ich die Antworten auf so viele philosophische Fragen haben. Ach so, das war jetzt dämlich. Du haust erstmal grad ab. Ach, fuck. Das ist jetzt. So. Kann ja. Jemand, ich muss mich mehr anstrengen. Das wird fürs Erste reichen. So, hierher. Und den Schild ignorieren. Greiftreffer. Greiftreffer. Unterbrechen. 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 Oder doch unterbrechen. Ich decke diesen Bereich ab. So. Dann brennt hier jetzt erstmal alles. So. Dort oben hin soll Feuer. Hierhin kommt auch Feuer. Und oh. Das soll auch Feuer hin. So. Ist fast gestorben, aber noch fast. Ausgewichen. Das war nicht nett. Ja. Schießt er denn? Ist das dein Ernst? Jetzt mal ganz ernst, ehrlich. Und dort hinten? Selbst wenn ich wollte, könnte ich das nicht. Okay, zwei erledigt. Ja, wollte sich einfach bewegen. Ja, gut laufen. Na gut, er ist nicht jetzt Artillerie gelaufen. Und das war auch nicht schlecht. Bleibst jetzt nicht in einem Artilleriefeuer stehen, oder? Nein. Gut, der ist erledigt. Komm schon, wir schaffen das. Einen müssen wir noch. Handtrümer, sehen wir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh, das ist mal interessant. Das ist nur auf andere Art und Weise blöd. Komm mal her und hilf dem. Gut, wenn ihr wollt, könnt ihr mir helfen.
So. Komm du mal her. Und der ist ja praktisch erledigt. So. Dann komm mal hier hoch. Dann kommst du hierher. So, der ist auch erledigt. Du musst da oben stehen bleiben. Und ich muss gucken, dass ich meine eigenen Soldaten jetzt nicht irgendwo positioniere, wo sie unter den Steinbeschuss kommen. Das Ziel markierst du jetzt mal. Du kommst auch hier hoch. Versuch so weit hier hoch zu kommen, wie es geht. Jetzt bei Blatt hier unten. Und du willst verteidigen auf dich. So. Den erledigen wir jetzt mal zuerst mit etwas Glück. So. Mit etwas Glück kriegt er einen Streiftreffer. Ey. So, der ist hinüber. Glück hilft mir jetzt nicht. So. Und in die Richtung machst du mal. Lockt sie näher heran. Ich schieße, sobald ich sie sehe. So. Gut. Da oben sind aber eine Menge Leute gekommen. So. So. Wird auch. Ich höre jetzt halt hier oben. Schauen wir mal, was die jetzt machen. Theoretisch werde ich das ganze Gebiet dort abdecken. Von daher mal sehen. Ist Wunder, aber du gehst in die falsche Richtung. Wir laufen eigentlich praktisch. Für mich. Versuchen sich dort oben links in die Ecke zu bewegen. Mit etwas Glück treffe ich dort ja auch hin. Ihr seid alle Idioten! Hä? Ich bin es! Der Feind ist da drüben! Hä? Auf welcher Seite steht ihr eigentlich? Die wissen überhaupt nicht mehr, was sie tun sollen. Ich decke diesen Bereich auf. Das ist nicht nett. Hör mal auf, den anzugreifen. Gehst du hin? Du gehst ganz weit nach vorne. Ja, im Moment brennt da alles. Wir können das löschen, das ist kein Problem. Oh, ins Feuer geschubst. Das war natürlich fies. Und theoretisch wird die Folge zu Ende, aber kann ich nichts dran ändern. Bin jetzt mittendrin. Wird die Folge etwas länger. Und dann schauen wir mal, was wir hier machen. So. Und so. Das ist auch erledigt. Hier kommen wir tatsächlich nicht mehr runter. Mit der Außenrum. Bitte. Na gut, starten wir eine Expedition hier. Oh, nein. Du bleibst.
und hier drüben irgendwie. Das Feuer hier auch. Gut. Ihr bleibt jetzt erstmal hier. Und schau mal, dass du alles kriegst, was da rumläuft. Bis dahin. Du kommst mit hier rüber. Du bleibst. Das war's dann, ne? So. Für euch heißt es hier rüber. Das kannst du gar nicht treffen. Da aus könntest du. Ab hier. Kommst aber nicht mehr in die Ecke, ne? Da oben kann ich auch nicht lang. Na, dann stell dich mal hier hin. Falls sich einer von denen bewegt. Ich schieße, sobald ich sie sehe. Kommst du auch noch hierher? So. Wasserkrug. Können wir auch noch benutzen dann. Gehen wir hier lang. Hier können wir lang. Dann machen wir hier das Feuer und gehen da hoch. Erstmal löschen wir hier das Feuer. Ich achte auf diesen Bereich. Und wenn wir dann nochmal an sind. Ja, wir tun natürlich nichts. Ging sonst immer sonst wohin, aber. Zwei Hexfelder, ein Hexfeld, ein Hexfeld. So. 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 Ich will nicht, dass die hier mir entgegenkommen. So lange habe ich nämlich ein bisschen Ruhe. Sobald ich sie sehe, schieße ich! Okay. Der läuft irgendwo anders hin, der auch. Den müsste ich jetzt aber treffen, oder? Also es geht mit dem dort rüber, von mir aus. Die geht nach rechts, ist mir auch eigentlich recht. Oh, den habe ich ganz vergessen. Ah ja. Das hättest du ja mal wieder stehen können, ne? So. Ah, da brenne ich jetzt. Schön. Dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt genau mache. Moment, brennt hier alles. Ich komme da auch nicht durch. Ich glaube nicht, dass das von allein aufhört. So, du kommst hier rüber. Du auch. Und du folgst. Dann haben wir unsere Bogenschützen hier jetzt. Das kann uns, glaube ich, recht egal sein. So, kommst du runter, du auch. Gut, jetzt muss ich überlegen, wie lösche ich hier jetzt genau. Achso, jetzt kann ich noch nicht löschen. Klar.
Du bleibst da, du bleibst da. Der Rest habe ich ja bewegt. Damit euch noch nicht in eine neue Deckung. Nichts dran zu ändern. Macht mich lieber fertig, oder ich komme euch noch holen. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Weil ich nämlich hier niemanden mehr mit. Ja. Komm hier hoch. Ich habe jetzt keine andere Wahl, als da jetzt vorzurücken. So. Dann geh du mal hierher. Und dann schießt du auf den. Der blutet jetzt. Muss ich gleich gucken, wie ich dort oben einen Sanitäter hätte. Oh, den habe ich sogar getroffen. Den habe ich getroffen. Das war doch was. Da soll keiner durchkommen. Ihr werft dort hinten mal einen Riesenstein hin. Hey, warte. Machen wir es so. Und du machst. So. Wollen natürlich von dem Stein nicht erwischt werden. Aber sie laufen alle mir entgegen und sind eindeutig im Schussfeld. Das war ein netter Versuch. Vorwärts, meine Freunde! Ich gebe euch Deckung! Ja, ich hatte schon befürchtet, dass das nicht reicht. Okay, du gehst da hoch. Verbindet haben sie. Oh, das Feuer geht doch aus. Dann muss ich jetzt gucken, wie ich den gerettet kriege, weil sonst ist das Spiel vorbei. Archelaus kriegt gleich seinen ersten Schaden, das ist sowieso generell ganz praktisch. Die Verbündeten könnten auch mal Heiler mitbringen. Vielleicht heißt das doch. Bin jetzt schon fast bei einer Stunde. Ich habe eigentlich gedacht, es geht jetzt schneller. So. Du könntest heilen und du könntest heilen. Du nicht. Ansonsten haben wir auch keinen. So. Du kämst sogar relativ nah dran. Na gut. Und drehst du noch mal um. Dann kommst du hierher. Du hier ins Haus. Bitte ich irgendwie positionieren, dass du den da oben triffst. Okay. Schlecht. Na gut, wenn du sowieso nicht in Deckung bleiben kannst, kannst du auch, wenn du auf den schießt. So. Hast du ihn gezielter Schuss, dann ist er auch anfälliger. Kommst du noch her? Dann verkrüppelst du den noch. So. Das Glück ist er sogar tot.
Das war's dann mit euch. Ich brauche Hilfe mit dieser Wunde! Ja, wir sind schon irgendwie unterwegs. So, wo könnte ich dich denn positionieren, dass du möglichst von dort oben nicht angegriffen wirst? Gar nicht, ne? Also von hier aus treffen. So. Erledige den. Na gut, der ist erledigt. Und dann kommst du wohl am besten hier hoch. Und du positionierst dich. Der kriegt erstmal was ab. Die kriegen auch was ab. Die Rüstung doppelt. So. Dann hier. Dort oben. Ihr deckt hier ab. Und du schießt einen Stein hier hin. So, dann kommen die dort weg. Die müssen dort weg. Ihm können sie keinen Schaden anrichten. Interessiert ihn gar nicht. Können dem auch keinen Schaden anrichten, müssen auch weg, aber die können nicht mehr nach oben. Das war so das Ziel. Halte das nicht mehr aus! Okay. Das war ganz nett. Siehst du den da oben an? Er hat leider kein Feuer gefangen. Das ist schade. Du könntest statt die umzubringen mal was Sinnvolles machen oder oben helfen. Also gut, Leute, rein mit uns! Oh nein. Oh, warte. Archelaus ist hinüber. Der liegt am Boden und dort fliegt so ein Stein hin. Und der richtet ja besonders viel Schaden an. Okay. Ja, gut. Ah, ihr werdet wieder. So. Mach das mal kaputt. Na gut, Archelaus stirbt durch Stein. Und meine Katze will aus dem Zimmer. So. Dann erledigst du den mal noch. So, das dürfte mit dir gewesen sein. Und oh, du kannst dich auch noch bewegen. Stellst du dich dort oben dem in den Weg, dann kannst du dort oben hoch. Oh, brauchst du gar nicht hoch. Ja gut, dann nicht. So. Und uns dahin. Und dann nutzt zwar nichts, aber. Zack. Und das war's gleich. Yep. Und zack. Wir haben eine Menge Gegenstände verbraucht. Wir haben einige Verletzte. Der Kampf ist verloren. Rückzug!
Und wir haben den Kampf gewonnen. Das heißt für Meine sie rückt. Meine anderen Tribuni standen kurz vor dem Aufstand, als sie erfuhren, dass ich euch die Legio Victrix überlassen habe. Gut, dass sich dank euch meine Entscheidung so gründlich bezahlt gemacht hat. Gemeinsam haben wir einen der größten Feinde Roms bezwungen. Etwas, was selbst Cornelius Sulla nicht vermochte. Mit diesem Sieg ist die Republik erneut geeint. Euer Aufstieg zum militärischen Ruhm war bemerkenswert, so viel ist sicher. Der Konsul besitzt ein beeindruckendes Auge für Talent. Also ich glaube ja ganz ehrlich, dass der das nicht überlebt hat. Aber gut. Ich danke euch beiden, dass ihr mir die Chance gegeben habt, mich zu beweisen. Ich habe nur getan, was zum Schutz der Republik nötig war. Es ist eine Pflicht, die jeder gute Römer auf sich nehmen würde. Aber die wenigsten könnten sie so gut erfüllen. Ich hoffe, dass ich nie wieder Krieg sehen muss. Denn auch wenn ich da erfolgreich war und das gut hingekriegt habe, man will auch einfach keinen Krieg. Das sollten wir alle hoffen. Aber Krieg ist unvermeidlich. Die Republik wird immer von allen Seiten bedroht. Es ist an der Zeit zu entscheiden, was wir mit Mithridates tun wollen. Sprecht nicht mit mir wie mit einem einfachen Gefangenen. Aber das ist, was ihr seid. Ihr seid kein König mehr. Meine Krone kann jemand wie ihr mir nicht nehmen. Aber dennoch habe ich sie euch wortwörtlich genommen. Hier, Legate. Sie gehört euch. Ihr seid der König dieser Schlacht. Ihr habt kein Königreich mehr, Mithridates. Selbst wenn ihr eure Freiheit wieder erlangen könntet, was würdet ihr noch tun wollen? Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Ich werde mit meiner Familie nach Osten ziehen und ihr werdet nie wieder von mir hören. Ich schwöre es bei meinen Ahnen. Eigentlich muss man ganz ehrlich sein, er war zu uns wirklich eigentlich recht ehrlich. Und als Teil eures Triumphes rituell erwürgt werden. Nein, da bin ich. Also, wir lassen ihn, glaube ich, frei. Er war tatsächlich immer ehrlich zu uns. Und auch ehrenhaft zu uns. Das sehe ich irgendwie nicht so ein, warum wir ihn töten oder erwürgen sollten. Lasst ihn frei, er ist keine Gefahr mehr für Rom. Ist das so? Der Tradition nach sollte er in Ketten nach Rom gebracht und als Teil meines Triumphes vorgeführt werden. Ihr würdet mir diesen Ruhm vorenthalten? In Sicherheit nicht, Das da ist schon. Eine öffentliche Hinrichtung wird nur seinen Ruf als starken Gegner Roms stärken. Lasst ihn einfach davonkriechen, um als ein Unbekannter zu vergehen. Eine interessante Ansicht. Ihr habt recht. Oft erhalten so vorgeführte Gegner einen derartigen Ruf, dass sie selbst dem triumphierenden Imperator Konkurrenz machen. Dann werde ich tun, was mein Klient vorschlägt und euch Gnade erweisen. Die Welt soll sehen, dass Rom ein großzügiger Sieger ist. Wer wird Asia Minor nun verwalten? Ich werde meine Position als Proprätor der Provinz wieder einnehmen. Ich kannte Zenobias verstorbenen Ehemann Maro recht gut. Wir verstanden einander gut und ich gehe davon aus, dass es mit seiner Witwe ebenso sein wird. Es ist gut, dass ihr Maros Mörder zur Rechenschaft gezogen habt. Ich bin mir sicher, dass Zenobia und ich unsere schöne Provinz erneut zu Reichtum führen können. Was wird mit Thrakia geschehen? Es heißt, dass eine wachsende Armee befreiter Servi dort umherzieht und die Bürger der Region bedroht. Offenbar hat der Prätor Marcus Licinius Crassus angeboten,
eine Armee auszuheben und auszurüsten, um sich um das Problem zu kümmern. Werde ich auch nach dem Krieg das Kommando über die Victrix behalten? Leider nein. Die Legion muss aufgelöst werden, bevor wir den Fluss Rubikon überschreiten. Wir werden weiter darüber reden, wenn wir seine Ufer erreichen. Natürlich werden sich die Legionari immer an eure hervorragende Leistung erinnern. Solltet ihr jemals wieder eine Legion ausheben müssen, bin ich mir sicher, dass sie sich wieder unter euch einschreiben werden. Benachrichtigen wir Rom von unserem sofortigen Heimkehr. Es wird gut tun, nach so langer Zeit in der Ferne in die Zivilisation zurückzukehren. Es war mir eine große Ehre, unter euch allen dienen zu dürfen. Ihr habt euch verdient gemacht, Orestes. Ich bedauere, dass ich den Feldzug nicht als euer Kommandant beenden konnte. Kommt, kehren wir zum Lager zurück und beginnen mit den Vorbereitungen für die Heimreise. Wir werden noch viel Zeit haben, miteinander zu reden. Okay. Mal sehen, was jetzt passiert. Also, wir gehen wohl nach Rom. Das scheint schon mal sicher zu sein. Aber das, was jetzt passiert, das werden wir in der nächsten Folge machen. Und da wären wir. Da geht einem das Herz auf, oder? Egal, welche Wunder man auch sehen mag, nichts lässt sich mit zu Hause vergleichen. Gut, aber ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns das nächste Mal dann zu Hause. Bis dahin, tschüss.